Moin zusammen, ich bin's wieder, der Ham. Und heute bin ich wieder Santa. So, ich habe die Spur wieder gefunden. Von unserem angeschossenen, schlafenden Schwein. Und ich hoffe ja, dass wir es jetzt ziemlich zügig finden werden. Ich gehe jetzt auch aufrecht, um das dann ein bisschen schneller geht. Wir haben ja noch einiges an Strecke vor uns. Und ich habe ja wieder so scheiße mit dem Bogen geschossen. Was ich beschlossen habe, ich lasse es für heute. Bin ja schon am gucken, ob hier irgendwo was unterwegs ist. Könnte ja sein, dass es auf dem nächsten Zug aufgesprungen ist hier, aber das glaube ich auch ja fast nicht. Ne? Wenigstens sind wir unterwegs in Richtung von meinem Zelt. Zurück. So, jetzt haben wir Kreis. Jetzt gehe ich mal wieder in Deckung. Körperziehend. So, hier haben wir freie Sicht. Aber sehen tue ich hier immer noch nichts. Da unten ist die nächste Spur. Der hintere Gleis ist die nächste Fährte. Abbrechen. So, hier werden die Spuren jetzt enger. Das heißt, na? Genau. Wird langsamer. Und da vorne kannst du wohl liegen. Ja, das tut sie auch. Da liegt die so. Männlich. 490 bis 870. Scheiße, sie war noch nicht tot. Oh Mensch. Aber jetzt. Ja, hat noch mal versucht zu flüchten, aber hat nicht mehr geklappt. Jetzt ist sie tot. Hat sich noch mal hochgekämpft und ist dann gestorben. 708er.
Na, das geht hier noch. Und was war ein Körpertreffer? Ja, hier kannst du wieder an Blutvergiftung gestorben, sage ich immer. So, mal eben jetzt mal, muss ich mal immer auf die Karte gucken. Wir sind ja jetzt schon kurz vor der Wüste. Und, ja. Dann müssen wir mal schauen, was wir dann machen. Ausfressen. Erstmal müssen wir das Zelt einsammeln. Das muss irgendwie mit. Stopp. Stopp, 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 stopp. Muss ich mich hier in eine gute Schussposition bringen hier. Oh, das kam ja sehr unerwartet. Aber egal. Wir haben ihn. Da können wir aufrecht hingehen. So, das ist, glaube ich, in der 8. Folge unser erstes Känguru. Da bin ich ja mal gespannt. Der Höchstscore beim Känguru liegt ja bei 90. Ich glaube, 91 habe ich mal irgendwo gesehen. Und unseres ist. Na, 85, sieh mal einer, guck. Das ist nicht schlecht. Also schon ein gutes Känguru. Jo. Und es war der erste Teil, wo wir zwei Tiere geschossen haben. So, jetzt mal weiter zu unserem Stopp. Deckung zu unserem Zelt. Es ist nicht mehr weit weg, glaube ich. Da muss ich sicher noch Gepäck umräumen. Und tun, damit ich es mitkriege. Erstmal müssen wir es finden. Da hinten steht's. Seht ihr? Kann man durch Fernglas gucken. Da steht's. Da haben wir unser Zelt gefunden. Sehr schön. Gucken, was wir hier für eine Spur haben. Ein Känguru. Jetzt bin ich am Überlegen. So, hier habe ich schon mal übernachtet. Ja, mein Zelt. So, jetzt möchte ich das Zelt gerne einpacken. Ob das wo geht? Oh, es passt. Da habe ich Platz für. Sehr schön. Dann brauche ich ja noch nicht groß umrollen. Jetzt geht's also weiter in die Richtung Wüste. Ja, dann mal sehen, was kommt.
Habe ich letztens auch einen Kumpel von mir gefragt, ob er die Wüste Gobi kennt. Da meinte er nur, ich sollte aufhören, mit mein, immer über meine Weibergeschichten zu erzählen. Mal gucken, was war das? Also das ist sicher nur eine Känguruspur. Aber entgegengesetzt. Schade, schade, schade. Ja, hier wird die Vegetation jetzt schon wieder etwas dünner. Wir bewegen uns so langsam Richtung Wüste. Da wird es dann keine Schweine und Kängurus mehr geben, sondern Füchse und Kaninchen. Aber ich hoffe ja, dass wir hier jetzt erst noch ein paar Kängurus zum Schießen bekommen. Ganz allein bin ich hier. Nur ein paar Zikaden oder was auch immer das ist, leisten die Gesellschaft. Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht Harm? Was macht Harm als nächstes? Oder, oh Harm, was hast du denn will gemacht? Dann schaut euch doch die nächste Folge an, wenn ich wieder Santa 2015 im australischen Outback spiele. Bis dann. Winke.